Paragraphen, überhöhte Geschwindigkeit und rote Lichter. Dinge, die den Adrenalinausstoß richtig auf Touren bringen. Das grüne Grauen wartet am Straßenrand. Verkehrskontrolle. Wenn man jetzt nicht mit den nötigen Papieren, dem passenden Verbandszeug und cleveren Ausreden ausgerüstet ist, schmerzt es in der Geldbörse. Erwischen lassen sollten Sie sich nur bei Hypno. Bleib ganz ruhig sitzen und schlaf. Wenn du gleich aufwachst, dann sitzt du in deiner Nobelkarosse, in deinem heißen Schlitten und du kommst gerade von einer unheimlich heißen und tollen Party. Du bist so ein bisschen angetrunken, denn ein paar Bierchen hast du heute schon zu viel getrunken, aber du fühlst dich so richtig sauwohl. Du singst oder pfeifst ein Liedchen vor dich hin, bis, oh Schreck, die Verkehrskontrolle kommt. Ein Polizist hat sich nämlich am Straßenrand aufgebaut und wird dich stoppen, um dich zu kontrollieren. Und du wirst versuchen, mit möglichst originellen Ausreden aus dieser Situation herauszukommen. Aufwachen! In einer Gletscherspalte, da fand ich meine Alte. Sie war eiskalt, sie hielt den Schlitten. So, mein Freund. Darf ich mal bitte Ihre Papiere sehen, Verkehrskontrolle? Klar, kein Problem. Die liegen bei Ihnen auf der Wache. Zwar, wie Sie sehen, hat man mein Auto aufgebrochen und die ganzen Papiere sind weg. Aber ich habe schon erfahren, dass es bei Ihnen, da war ich gerade auf dem Weg bei Ihnen. Wunderbar, da haben Sie ja wirklich Glück gehabt, dass Sie so einen netten Kollegen getroffen haben. Ich habe da einen Kollegen, der ist da gar nicht so nett. Der würde Sie jetzt gleich rausschleifen und zur Wache tragen. Aha, dann sagen Sie mir noch mal Ihren Namen. Ja, das steht in den Papieren, die eben auch bei Ihnen auf dem... Sie sind ja ganz schlauer. Wissen Sie was? Hauen Sie mich mal an. Nee, mich anhauen. Haben Sie was getrunken? Ja, literweise. Kaffee, Cola. Alkohol? Feierabendpilz. Das ist alkoholfrei gewesen. Und das ist wahrscheinlich hier, damit man Ihre Fahne nicht so merkt. Wahrscheinlich. Nein! Sie haben nämlich gar keine Fahne. Das Ding haben Sie nämlich, weil Sie eine Fahne haben, mein Lieber. Das stimmt doch natürlich überhaupt. Natürlich haben Sie eine Fahne. Deshalb haben Sie den Propeller. Schauen Sie mal bitte auf die Nummer. Sehen Sie, das ist die Nummer. Aha. Eingetragen beim TÜV. Das ist nur, dass ich ordentlich einparken. Da ist doch gar keine Nummer drin. Da ist sie. Warte, das ist im Moment. So, hören Sie mal zu. Dass ich ordentlich einparken kann. Jetzt setzen Sie sich mal da bitte wieder ein. Jawohl, Herr Wachter. Ja? Verkehrskontrolle. Jawohl. Bitte Ihre Papiere. Wie Sie sehen... Na, jetzt habe ich die faxendicke Papiere und wir haben den Verbandkasten und dieses Warnkreuz, bitte, ja? Den Verbandkasten habe ich leider aufgebraucht, nachdem ich mir die Finger aufgerissen hatte. Welche die Diebe mein Handschuhfach zerstört hatten, ich mir die Finger aufgerissen hatte. Den haben Sie aufgebraucht. Aufgegessen vielleicht sogar. Aufgebrochen. Und ich habe das ganze Verbandsmaterial gebraucht. Ja, der Polizist wurde das Ganze untersucht. Auf Ihrer Wache, wie ich schon sagte, hat sich ja die Finger... Funken's doch mal rüber. Ich habe ja kein Funkgerät hier. Das ist aber dumm auch. Sie sollten Polizist werden, wissen Sie das? Wissen Sie was? Ich setze mich da rein. Und Sie können von mir mal die Papiere fallen. Was halten Sie davon? Bitte? Na wunderbar, bitteschön. So. Ja. So, grüß Gott, Verkehrskontrolle. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte mal gern Ihre Papiere gesehen. Ja. Ganz Routineuntersuchung. Nee, die Papiere habe ich auf der Wache. Haben Sie auf der Wache? Kein Problem, zeigen Sie morgen. Jetzt reicht's mir, soll ich mal sagen? Ja, reicht jetzt wirklich! Nehmen Sie Platz. Jawohl. Meine Güte, was haben Sie denn da dran? Das ist der Außenborder. Sie wissen, ich bin viel in Köln und das Hochwasser. Hey. Sehr gut. So, jetzt wollen wir mal ernst werden, mein Freund. Ich habe ja 4 Uhr morgens. So, jetzt zeigen Sie mal Ihre Papiere. Wo haben Sie die denn? Okay, auf der Wache liegen Sie nicht, das weiß ich. Weil da war ich gerade, da komme ich gerade her. Auf der Wache liegen Sie nicht. Dann hat man die Diebe noch nicht erwischt. Aber ich habe es sicher gemeldet. Wieso 100%. Gemeldet? Wieso denn gemeldet? Ja, sehen Sie nicht, hier fällt sogar die Tür, das Handschuhfach ist weg, da waren meine ganzen Papiere. Wissen Sie, was wir jetzt machen, nämlich beide? Wir gehen nämlich jetzt beide mal auf die Wache. Auf die Und dann kommen Sie in Ketten, mein Freund. Selbstverständlich, dort Wunderbar. Vorne. Wunderbar, bitteschön. Okay. Hallo, hi! Das Einzige, was mich an den Polizisten gestört hat, war die affige Mütze, wo er aufgehabt hat, mit dem Licht drauf, fand ich schon ulkig. Schlagfertig bin ich sonst auch, aber ob ich so schlagfertig gegenüber einem Polizisten wäre,
Müsste man mal drauf ankommen lassen, mit so einem Auto durch die Gegend zu gurken.